Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Tutorial. Diesmal geht es um den Switchbot, wie heißt der richtig? Curtain, also Gardinen-Switchbot. Und zwar, ich habe jetzt hin und her gefummelt, dass es jetzt so klappt, wie es jetzt klappt. Brauche ich kam kurz rein. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt, wie ihr das machen könnt, dass ihr vier im gleichen Zimmer bedienen könnt, separat voneinander. So, ich muss erstmal so, dass ihr das so in etwa sehen könnt. Also, ja, hoppala, falsch, Zoom, so. Ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen. Das sieht jetzt mehr zu aus, als es eigentlich ist. Das ist die kurze Seite. Das ist die lange Seite von meinem Fenster. Und ich habe das jetzt erstmal so eingestellt, dass das hier so zu ist. Und ja, dass die Naht dass man nicht die Naht von der Tür sieht halt. Ja? Also den Türgriff und alles. Ich habe bei der Gardine nicht die erste Schlaufe genommen, also zwischen die erste und zweite Schlaufe den Bot gemacht. Ich habe auf einer Seite, und zwar auf der Seite, auf dem kürzeren Stück, die erste Schlaufe freigelassen und auch nicht nur eine Klammer ran gemacht. Ich habe erst bei der zweiten Schlaufe und bei der dritten Schlaufe die Klammer gemacht, damit die Gardine weiter nach links rüberfährt und dann sie praktisch mit der Gardine fast bündig ist. So, weil sonst, wenn die so ranfahren, dann sind die Gardinen fast zusammen, aber man hat immer noch so einen Spalt. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen bei einer Seite die erste Schlaufe einfach freilassen und bei der zweiten Schlaufe erst. So. Ich muss jetzt leider das A-Wort ab und zu sagen. Ja, also bitte jetzt kurz pausieren. Euer einfach mal pausieren, stumm schalten. Nicht, dass er bei euch dann irgendwas macht, aber so, ich mache euch nochmal zurück, dass ihr das vielleicht besser seht. Und dann zeige ich euch die Routine. Ja, erstmal zeigen, dass es das funktioniert. So. So. Alexa, Gardine auf. Jetzt geht erst die normale Gardine auf. Manchmal geht auch erst die Übergardine auf. Woran es liegt, ich habe keine Ahnung. So. Alexa, Gardine zu. Oh, da sehe ich gerade, der hat da ihren Nippel überfahren. Den muss ich nochmal neu justieren. So. So sieht das aus. Und beide gehen. Normalerweise geht das nicht. Wie ich das erste Mal eingestellt habe, da wollt ihr nicht. Links, rechts, nicht, rechts, nicht. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ich werde euch das auch gleich zeigen, wie das alles funktioniert. Wo habe ich die App jetzt? So, und zwar hier zum Beispiel bei dem Befehl Gardine zu. Da habe ich die Gardine rechts geschlossen, also Modus geschlossen und Übergardine rechts offen. Ja, man muss da ein bisschen seitenverkehrt denken. Das werdet ihr auch gleich sehen. Weil der Bot so ein der denkt, man muss ihm halt vorgaukeln, damit er andersrum gemacht ist. Also das praktisch der Zu-Modus ist für uns der Auf-Modus, aber für den Bot ist es halt zu. Ja, muss man halt ein bisschen so einstellen. Das zeige ich euch aber auch gleich. So, ich muss dafür mal kurz die Kamera abmachen. Ach Quatsch, mein Mikrofon abmachen. Und gucken, dass ich euch vielleicht noch ein Stück. Ich kann euch nicht weiter nach hinten stellen. Aber ich werde euch hochrichten, damit ihr seht, was ich da mache. Ich muss sowieso die Bots nochmal neu einstellen. Die sind noch nicht richtig eingestellt. Tiger, du müsstest kurz. Ah, dann gehe ich rüber. Nehme ich den anderen Stuhl. So.
So. Ach, ich brauche immer die Klemmen. Ich brauche immer zwei Klammern. So, zwei Klammern. Reicht für die Übergardine vollkommen aus. Obwohl, wartet mal. Da können wir auch die erste Lasche eigentlich so lassen. So. Nimm die zweite Lasche. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Stoff. Doch ein Fehler, die ist doch eine. Ist doch eine. Na gut, müssen wir nochmal neu einstellen. Aber die Klammer muss raus. So. So. Justiert euch die Bots dann gleich am besten, so wie ihr sie haben wollt. Weil hier seht ihr das praktisch, ich zeige euch das mal. Halt, stopp. Ach, ja gut. Ja, komm wieder zurückgefahren. So. Und zwar habe ich bei der rechten Gardine eine Schlaufe ohne diese Klammer, die ist locker, damit der Bot praktisch mit der zweiten zusammenschiebt, damit das hier auch wirklich geschlossen aussieht. Ja. So habe ich das jetzt bei der Seite auch gemacht, dass praktisch die Seite eins mehr ist. So, dann werden wir den Bot mal da reinsetzen. Hoppala. So, den setze ich jetzt hier genau neben. Ach, falsch gesetzt. Wir müssen jetzt natürlich den Bot noch einrichten. Aber erst müssen wir Bot über Gardine rechts nochmal neu kalibrieren. Dafür gehe ich in die Switchbot-App rein und kalibriere neu. So, jetzt müsstet ihr eigentlich alles sehen. Und dann fragt er, wird die Kalibrierung, die geht dann aber weg, wie du jetzt kalibriert hast? Sage ich natürlich ja. Und jetzt seht ihr das Bild. Der geht auf. So, den hatte den rechten halt noch gar nicht eingebunden. So. So, dann nehmen wir die Übergardine, die wir uns jetzt eingestellt haben und sagen einfach, ja, und da kommt dann das hier. Weil der ja seitenverkehrt ist. Zack. Und wir müssen den kalibrieren. Und wir sagen, dass er die rechte Seite ist. Yes. Und er fängt jetzt an mit Gardine aufmachen. Also mache ich jetzt erstmal den Bot.
freuen. Praktisch, wir müssen verkehrt rum anfangen, ja? Unser Auf ist zu halt. So, wir müssen jetzt nach rechts drücken, also nicht vergessen, nicht links, sondern rechts drücken. Weil sonst speichert er das nicht, wenn er das richtig macht. Habt ihr gesehen, da wird das nicht kalibriert. Zack, jetzt ist es da. Wir sagen weiter. Jetzt will er zumachen. Jetzt können wir nach... Hoppala. Jetzt müssen wir nach links drücken. Ich habe mich wieder verdrückt. So, und fertig. Und jetzt können wir testen. Praktisch Gardine auf ist jetzt Gardine zu. Und Gardine zu ist Gardine auf. So, und jetzt können wir hier auch noch Gardine zu testen. Ist bei uns jetzt natürlich Gardine auf. So, ganz einfach. Jetzt machen wir das natürlich mit der anderen Seite auch. Verkehrt rum hier. Ich habe die Klammer verkehrt rum gemacht. So. Jetzt ist er gespeichert. Ach, da müssen wir ja noch den Bot hier einbinden. So. Plus. Gardinenbot. So. Wir fügen jetzt ein Gardinenbot hinzu. Ich habe das so gemacht. Sag next. Und er hat ihn gefunden. Und dann gibt er auch gleich den richtigen Arm. Über Gardine links ist das. Über Gardine links. Dann findet ihr das später in Alexa besser wieder. So, und Raum, Wohnzimmer, okay, speichern. Wieder hier Rohr. Yes, ich habe, ach, das sieht man jetzt schlecht. Ich habe das untere, weil wieder der Dark-Modus. Ich habe das in der Mitte mit den Gardinen schlaufen. Und jetzt kommt hier Haufen Erklärung. Das ist alles für Ersteinrichtung, für uns uninteressant. Jetzt müssen wir wählen, wir haben die linke Seite. Weil ist ja links. Weiter. So, jetzt will er die Gardine aufmachen. Für uns natürlich zu. So. Jetzt müssen wir warten, bis er da hin ist, wo er hin soll. So. So ist okay. Dann sagen wir okay. Jetzt sagt er, wir sollen schließen. Wir wollen aber nicht schließen, wir wollen aufmachen. Weil, wie gesagt, wir müssen ja verkehrt rumdenken.
So. Sagen speichern. Und jetzt können wir testen. Gardine auf. Bei uns halt zu. So hat er. Dann Gardine zu. Bei uns Gardine auf. Und er fährt auch wirklich nur dahin, wo er hin soll, wo wir uns kalibriert haben. Dann können wir sagen, speichern und fertig. Schon haben wir gespeichert. Wir haben aber jetzt ein Update. Das können wir noch machen. So, der Gardinenbord hat ein Update. Und in der Zeit werde ich hier nochmal schnell umbauen und euch die, dass ich euch das in der App gleich zeigen kann, wie das, was ihr da einstellen müsst. So, unser Firmware-Update ist jetzt auch schon fertig. So, jetzt zoome euch mal rein, damit ihr so ein bisschen besser sehen könnt. So, ich habe meine Lesebrille nicht auf, sorry. Und wir haben jetzt hier praktisch oben Gardinen, Übergardine links. Übergardine rechts, Gardine links, Gardine rechts ist da unten. Warum auch immer. Ich habe den auch hier schon gesagt. Sortieren nach Device. Machen wir einfach mal so. Da haben wir jetzt die Räte vom Wohnzimmer und da sehen wir dann praktisch Übergardine links, Übergardine rechts, Gardine rechts, Gardine links. So. Jetzt gehen wir in die Alexa-App. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier zum Beispiel Gardine auf und Gardine zu. Gardine auf. Bei Gardine auf, also ich sage A-Punkt, Gardine auf. Dann soll passieren, die Übergardine rechts soll geschlossen werden, was uns ja unser offen ist, und die Gardine rechts soll öffnen. So, und bei zu, soll die Übergardine rechts zu, also auf unser zu, und die Gardine rechts zu sein. Obwohl, wir lassen das mal so. Und bei auf. So, und jetzt wollen wir selber machen. Wir machen jetzt ein neues Kommando und zwar eine Routine eingeben. Ne, Quatsch, nicht Routine eingeben. Wenn was passiert. Stimme. Gardine rechts zu. Nee, wir machen erstmal auf. Auf. So. Dann weiter. Dann fügen wir hinzu. Ach, Moment, ich habe noch was vergessen. Übergardine links. Oh. Ich glaube, ja, der war nämlich noch nicht mit Alexa verknüpft. Jetzt aber. Da müsst ihr immer, wenn ihr neue Geräte hinzufügt, immer auf Zahnrad gehen, dann auf Cloud und ich gehe dann immer zur Sicherheit nochmal auf Alexa, dass ich das so sehe. So. Und dann gehen wir in die Alexa-App und sagen Smart Home. Alle Geräte. Und das ist jetzt nämlich hier schön nach Namen geordnet, also nach Buchstaben. Und wir wollen ja die Gardine links. Die soll öffnen. Weiter. Dann fügen wir hinzu. Smart Home. Alle Geräte. Übergardine links ist noch nicht da. Da müssen wir noch mal raus.
Gardine links, Gardine rechts, über Gardine links, über Gardine rechts. So, jetzt haben wir da mal. Mehr Routinen. Gardine auf, Gardine zu. Ich habe doch gerade eins erstellt. Hat er das nicht gespeichert? Na egal. So, neu. Wenn was passiert. Stimme. Gardine links auf. So, weiter. Dann sollen die Geräte hinzugefügt werden. Und zwar Smart Home. Alle Geräte. Gardine links. Öffnen. Dann ein neues Gerät dazu. Smart Home. Alle Geräte. Ja, die hat jetzt die Übergardine nicht drin. Obwohl er sie drin hat. Es kann sein, dass er das erstmal noch speichern muss. Speichern wir das erstmal. Und dann machen wir ein neues. Routine. Neue Routine. Gardine links zu. Und Aktion. Smart Home. Alle Geräte. Zu. Also ihr müsst dann halt dann auch noch bei der Gardine halt anklicken, weil da steht grundsätzlich offen. Ihr müsst dann halt anklicken nochmal, dass dann geschlossen steht. Dass ihr uns hier das geschlossene speichern könnt. So, dann gehen wir hier mal raus. Alles schließen. Alles ist geschlossen. Wir suchen uns nochmal die Alexa-App. Das ist manchmal so ein Problem, wenn das ein paar Minuten dauert, halt, bis die Geräte drin sind. Und wir wollen Routine. Und Gardine links auf. Die wollen wir bearbeiten. Weiter. So, und da wollen wir noch die Smart Home. Da. Alle Geräte. Ach, da steht sie doch. Über Gardine links. So. Über Gardine, Gardine links ist auf. Also muss über Gardine links zu sein. Geschlossen. Bumm. Links ist auf, links geschlossen, genau. Und dann nehmen wir Gardine auf, Gardine zu, Gardine links auf. Gardine links zu. So, da haben wir dann hier schon die Gardine links geschlossen und da fügen wir ein neues Gerät hinzu. Wir sagen wieder auf Smart Home, alle Geräte gehen ganz nach unten, über Gardine links, offen. Wenn die normale Gardine geschlossen ist, ist logischerweise die Übergardine auf und das speichern wir jetzt. Gehen wir zurückgehen. So. Und das war's schon.
Wir werden jetzt auf die Routinen nochmal gehen und uns die Routinen nochmal angucken. Moment. So, dann können wir auch gleich mal testen. Alexa, Übergardine links zu. Ich bin nicht ganz sicher, wie Sie dabei helfen. Punkt. Ich bin nicht ganz sicher, wie Sie dabei helfen. Alexa, Übergardine links zu. Alexa, Übergardine links auf. Ich bin nicht ganz sicher, wie Sie dabei helfen. Punkt. Ich bin nicht ganz sicher, wie Sie dabei helfen. Okay, also das will er jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal im Switchboard die Übergardine so, rechts und die Übergardine links zumachen. Also beziehungsweise in der App ist es jetzt auf. Ja, aber unser zu. Oh, das schiebt da zu weit. Gut, da muss ich nochmal justieren. Da muss ich. Die Klammer rausnehmen, das schiebt da zu weit. Man kann auch halt, wie gesagt, vielleicht anlecken, seht ihr ja. So leicht an der Gardine ziehen, habe ich angeschalten. Licht geht auch und so. Dass man dann halt die Routine ausführt. So, jetzt werden wir das erstmal testen, ob das alles so klappt. Alexa, Gardine links auf. Alexa, stopp. Ich mache jetzt einfach über Handy hier. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Gardine links auf. Jetzt geht die erste, die Übergardine. Und dann geht die normale Gardine. So, dann sagen wir ihr. Gardine auf. Habt ihr ja nicht rechts und links, sondern ich habe ja Gardine und Gardine links. Gardine auf. Achso, machst du schon. So, jetzt muss ich noch. Da kann ich dann immer noch Probleme geben. Müsst ihr euch ein bisschen acht Kasper gucken, dass ihr den Switchbot die auch ein bisschen dreht. So. Weil sonst kann es auch manchmal sein, dass die ein bisschen zusammenkommen. Ein Stück auseinander hier hinten. So, weil die Gardinenstangen sind wirklich nicht viel auseinander, leider. So. Und jetzt kann man wieder sagen, Gardine links zu, Gardine rechts zu. Das kann auch mal passieren. Also, das hatte ich in den ganzen Versuchen eh zweimal.
Gardine zu. Da kann da am besten in den Routinen gucken. So, dann machen wir die Übergardine nämlich als erstes. Weil manchmal reicht das auch schon, wenn man die Reihenfolge tauscht. Da müsst ihr euch ein bisschen zurechtfummeln. So, jetzt machen wir Gardine zu. Nochmal hier direkt darüber. Will er nicht. Doch, jetzt. So, wenn er jetzt fertig ist. So, so ist er doch schön. Die sind alle schön dicht zusammen. Sieht alle gut aus. Und jetzt können wir nochmal testen, ob er jetzt ein bisschen besser ist. Wir sagen einfach mal Gardine auf. Habe ich einmal in der App ausgelöst. Da geht erst die Gardine auf. Die Übergardine auf. So, und jetzt können wir einfach mal sagen, nochmal zu. Gardine zu. Geht erst die Übergardine. Und dann geht die Gardine. Seht ihr, manchmal reicht das nur, die Reihenfolge so ein bisschen tauschen. Schwuppdiwupp. Und alle Sitze zu. Da habe ich aber jetzt die ganze Zeit rumgetüftelt, wie ich das hinkriege, weil der Bot, weil ich über Kreuz nicht annehmen wollte, dann sind sie angestoßen, dann konnte ich noch ein bisschen auseinander machen. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt läuft es gut. Ist jetzt so hoch von der Mitte her, so wo ich es haben wollen würde. Ja, und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wie gesagt, Gardine auf und dann geht halt nur die eine Seite auf, weil die Seite kann ruhig zubleiben. Wenn ich nur raus muss, Wäsche aufhängen muss, dann kann die Seite zubleiben. Ich komme mit dem Wäschekorb durch die kleine Tür durch. Ich mache mir nicht die große mal extra noch auf. Und wenn ihr natürlich eine große Tür habt oder so, oder gleich beides aufmachen wollt, wie gesagt, da könnt ihr die auch miteinander koppeln. Also zwei Gardinenbots, dann sind die zusammen, dann gehen die auf und zu. Wenn er sagt auf, dann geht es halt alles auf. Und wenn man da dann noch einen zweiten Gardinenbot umgedreht, so wie ich das jetzt einbinden habe, das müsste da auch gehen, aber wie gesagt, ihr müsst ein bisschen um die Ecke denken. Also wenn auf der wenn hier angezeichnet wird, erstmal aufmachen, müsst ihr das Ding zuhaben. Also praktisch, euer Auf ist für den Bot zu, ja, so wie ich es euch erklärt habe. Und dann geht das auch. Also sollte auch bei gleichzeitig gehen, wenn er halt zwei zusammen macht für die Übergardinen. Oh, die Katze schnarcht, ich wundere mich, was das ist. So, das war jetzt eine schwierige Geburt. Jetzt haben wir das aber alle geschafft. Ich habe auch das Gefühl, dass ich muss noch ein bisschen rumtesten mit dem Switchboard Hub. Ich hatte den jetzt bei der Fritzbox drin und da hat es ein bisschen länger gedauert, bis das reagiert hat. Ich glaube, das muss ich dann nochmal testen mit dem Flur und hast du hier gesehen, wo ich die dann am besten ranmache, dass das doch alles vernünftig in Haut. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.